klar. Nein, nicht alles klar. Sie scammen die Leute. Ich bin nur ein kleines Mitarbeiter. C. Schild schafft neu mit der Polizei zusammen. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil mit den Menschen, die wir es jetzt zu tun haben, ist nicht zu spassen. Geben Sie keine Kreditkarten. Geben Sie ja Zugriffgewehren her. Achtung, Achtung. Die Internetscammer sind unterwegs mit einer neuen, brandgefährlichen Masche. Und das auch in der Schweiz. Das kostet 450 Euro. Und damit wir jetzt denen natürlich nicht auf den Leim gehen, müssen wir zuerst mal wissen, wie das Ganze funktioniert. Und das erzählt uns heute Florian Frey von der Kapo. Gehen wir wieder mal zu den Zucker. Ja, die Betrüger die bauen E-Banking-Login-Seiten auf, so Fake-Seiten, die wirken, wie wenn es die echten wären. Wenn ich dann über die Suchmaschine nach meinem E-Banking-Login suche, komme ich auf diese Seite. Ich habe das Gefühl, ich sehe bei meiner Bank, gibt mein Login ein, es kommt eine Fehlermeldung, dass der Account gesperrt werden musste. Und ich soll doch jetzt eine Servicenummer anrufen. Und wenn ich dort anrufe, komme ich zu einem Callcenter der Betrüger selber. Und die probieren über eine Fernwartungssoftware auf meinen Computer zuzugreifen und dort dann Geld abzuzügeln über E-Banking. Das ist gefährlich. Darum will ich das natürlich auf keinen Fall mit meinem eigenen Computer machen. So, neuer Plan. Darum sind wir jetzt hier bei unserem IT-Guru, beim Lukas. Sag mal, wie gefährlich ist es denn jetzt, wenn wir uns mit diesen Scammern übers Internet in Verbindung setzen? Also das kann gefährlich sein. Und aus diesem Grund haben wir einen alten PC besorgt. Es ist jetzt nicht einfach ein normaler Computer, wie man das vielleicht denkt. Das ist nämlich ein Spaßcomputer, der extra für den Dreh konzipiert und entwickelt worden ist. Erzähl mal. Genau, der Computer wurde in 1999 gestellt. Das heißt, es ist mega alt. Der Computer, der funktioniert sehr langsam. Das heißt, die Scammer, die brauchen auch viel Zeit, um etwas zu erledigen. Damit wir ein bisschen Spaß haben mit den Scammern, wir haben ein paar Comments eingestellt und ich werde jetzt gleich zeigen, was für Comments wir implementiert haben. Also, wir können zum Beispiel Ctrl-Alt-J drücken. Das ist ein Gay-Porn. Wenn wir jetzt genug von dem Scammer haben, drehen wir einfach den Bildschirm links oder rechts oder nach unten. Und dann die Maus bewegt sich ganz komisch und dann kann man die Computer nicht mehr benutzen. Wenn wir Ctrl-Alt-G drücken, dann kommt diese Anzeige. Wenn wir Ctrl-Alt und D drücken, dann kommen alle diese Commands hier, alle diese Bildschirme, man kann nichts mehr am PC unternehmen. Jetzt extra einen Scammer anzulaufen, wenn man das beabsichtigt, das ist eben gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Unter anderem auch, weil Spezialisten von Cybercrime Police und Banken selber aktive E-Banking-Scams sehr, sehr schnell verschwinden lassen. Und aus diesem Grund haben uns Ermittler von der Polizei in den letzten 2 Monaten aktive Scams weitergeleitet, noch bevor sie die gesperrt haben. Dass wir können... unser Unwissen treiben. Ja, hallo, das ist Wieler. Ich komme nicht in mein Login. Das ist Schritt und wir haben Ihr Konto blockiert. Blockiert? Sofort nicht mehr blockieren. Stopp, muss meinem Sohn Geld schicken. 20.000 Franken. Dann bitte folgen Sie meiner Anweisung. Ja. Vielen Dank für Ihren Anruf beim Postfinanz. Ich verbinde mit Ihrer Computer-Service, dann ich checke die Probleme. Das ist ein super Service, vielen Dank. Ihre ID-Nummer sagen Sie. 47 683 464. Bitte? Langsam, warum sagen Sie nicht langsam? Jetzt bitte in Google schreiben Sie Frankfurt. Frankfurt. D. D wie Tomaten. Hey! Ja, Fast Support, Vorschlag habe ich schon. Genau. Geben Sie keine Kreditkartendaten. Akzeptieren Sie keine Dienstleistungen. Vertrauen Sie dieser Person, ja, dass. Geben Sie ja Zugriff gewähren. Wenn Sie das nicht machen, dann bitte legen Sie auf. Also, Zugriff gewähren. Ja. Plötzlich hat der Scammer Zugriff quasi auf unseren Computer gehabt und hat können schreiben und die Maus bewegen und alles. Hey, 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 was passiert hier? Nein, nein, ich bewege mich nur, bewege mich. Jetzt bin ich mit dir. Ja, ich bewege die Maus auch jetzt. Das bin ich, bewege jetzt, das bin ich. Und das war dann auch der Moment, wo ich gemerkt habe, dass sie es gar nicht gern haben, wenn ich die Maus auch noch bewege. Nicht bewegen, lassen Sie Ihre Maus frei, bitte. Lassen Sie Ihre Maus, ich mache meine Arbeit. Was jag ich denn mit einem Alert über den Scammer? Okay, vielen Dank für Anruf. Damit die Scammer jetzt natürlich nicht aufs ganze Netzwerk jeweils haben können zugreifen, haben wir das Internet da durch das Kabel geholt. Und damit das Kabel nach jedem Dreh wieder sicher ausgesteckt worden ist, für das ist unser Sicherheitssupervisor Florian Scholl zuständig gewesen.
Kabel ziehen, Kabel ziehen, Kabel ziehen, Kabel, Internetkabel ziehen. Okay. Was ist das? Was machen Sie jetzt da? Und ich muss Ihnen sagen, bitte, alle diese Probleme wegzumachen, das kostet 450 Euro. Ist aber teuer, ne? Das muss ich zuerst noch mit meiner Frau anschauen. Hier, zuerst hier, die Herr, warten Sie. Entschuldigung. Oh, was habe ich da oben noch offen? Oh mein Gott. Das muss ich noch schließen, das ist privat. Motor und Ficker. Arschloch. Was ist das da für eine Meldung? Jemand versucht, Sie jetzt zu scammen. Sind Sie ein Scammer oder wieso kommt das immer? Wir scammen nicht, bitte. Wie ist Ihr Name? William. Wieso scammen Sie die Leute? Sie machen hier bei mir auf dem Computer irgendwelche Programme auf und sagen, ich habe ein Virus, aber das stimmt nicht. Das ist kein Problem dann. Alles klar. Ich bedanke mich. Nein, nicht alles klar. Bitte, das ist nicht meine Arbeit. Ich bin nur ein kleines Mitarbeiter. Von was? Bitte, das kann ich nicht sagen. Ja doch, sag mir mal die Firma, für wen arbeitest du? Sonst schicke ich dir die Polizei vorbei. Sie. Wie fühlst du dich mit dieser Arbeit, William, die Leute über den Tisch zu ziehen? Ich denke daran. Tschüss. Ciao, William, mach's gut. Scam die Leute nicht mehr. Weil jetzt vor allem ältere Menschen von dieser Betrugsmasche betroffen sind, share das Video doch schnell mit euren Grosseltern, vielleicht auch mit euren Eltern. In diesem Sinne, bleibt sicher und ich sie unbedingt auch schnell auf YouTube abonnieren.